2010 haben sie alles verändert. Sind sie zurück. So, da ist schon der erste. Herzlich willkommen auf der Schifferstadter Straßenfastnacht. Schon ordentlich gefeiert? Ja. Yeah. Ja, finde ich prima. Wir feiern immer gut, oder? Das ist wirklich. Schifferstadt ist der Start aller Tage. Finde ich richtig klasse. Damit beginnen wir hier jetzt unsere Tour auf der Schifferstadter Straßenfastnacht. Vielen Dank. Die ersten Gäste, wie ist dein Name? Typhoon. Typhoon und? Kevin. Kevin. Also, vielen Dank und wir legen jetzt los. Dieses Jahr ist es mal wesentlich wärmer als im letzten Jahr. Letztes Jahr haben wir uns die Hände abgefroren. Dieses Jahr freuen wir uns auf eine warme, sonnige Straßenfastnacht und möchten gleich mal loslegen und gehen mal rüber. So, hallo erstmal. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sie sind also eine Nonne? Ja. Toll. Und was haben Sie hier so vor? Möchten Sie die Leute hier bekehren? Vollkommen, von vorne bis hinten. Von vorne bis hinten, Wahnsinn. Das ist mal eine engagierte Nonne hier und gehen wir mal weiter. Hier haben wir die nächste Gruppe, die sich hier uns vorgestellt hat. Wer seid denn alles? Ich bin André. Annabelle. Selina. Julia. Ja, und wie gefällt es euch hier auf der Straßenfastnacht in Schifferstadt? Überragend! Wir haben hier die erste Sau der Straßenfastnacht gewonnen. Die erste Sau hier. Ja? Ja, ne? Die geilste Sau. Die geilste Sau. Ich korrigiere, wir haben hier die geilste Sau gefunden. Wie heißt du denn? Günther. Günther ist die geilste Sau der Schifferstadt. Günther, das Glücksschwein. Das Glücksschwein, das geile Glücksschwein. Günther, das geile Glücksschwein. Günther, das geile Glücksschwein. Halt, hier, was macht ihr denn? Sex! Sex, wow! Auf der Straße! Viel Spaß! Rein die Straße! Sieh mal da an, ein Indianer. Mein Gott, jetzt bist du mal ein bisschen peinlich. Was machst du? Boah, Silvas, ist es hier ein bisschen peinlich noch? Ja, das ist mir ein bisschen peinlich, weiß ich. Ich finde es nicht so gewohnt jetzt hier. Boah, guck mal, hier bist du berühmt, jo. Bist ins Fernsehen kommen. Ja, Spanja! Und hier voll die Assis wieder in Schifferstadt. Also komm, geh mal weg. Ja, Fred. Über was sollen wir denn reden? Reden, Feuerstein, über sozialkritische Themen, wie wär's denn? Verstehe ich aber nicht. Ich auch nicht. Deswegen sollten Sie jetzt mal ein bisschen erläutern. Ja, ich würde sagen, red mal lieber über die Straßen. Red mal lieber über die Straßenfastnacht. Wie viel Promille haben Sie denn schon? Drei. Drei Promille, ist ja Wahnsinn. Und wo haben Sie das alles hergesoffen? Ich habe eine Promille beim Schlecker, eine da vorne und eine an dem Kreppesstand. Ist ja Wahnsinn. Da muss ich auch noch unbedingt hin. Sie sollten da unbedingt mitmachen. Unbedingt Wahnsinn, da muss ich auch noch hin. Boah, Entschuldigung hier, bitte können Sie mal schon mal durchlassen hier. Wir haben es eilig. Oh, wir müssen rüber in den Osten. Vorsicht bitte. Sie haben ja definitiv den längsten hier. Was sagen Sie denn dazu? 1,10 Meter ist zu kurz. Immer noch. 1,10 Meter, genau mein Ding. Immer noch zu kurz. Also echt Respekt, Wahnsinn. Weiter so. Da haben wir noch gesehen, uns wurde herzlich gewunken, ja? Vorsicht! Hallo! Hallo! Sie haben uns so schön gewunken. Chiemgau, geil dort. Ist ja Wahnsinn, gell? Also wir sind insgeheim, wir sind mal vom Pro7. Oh, von Pro7? No. Pro7. Nee, wir sind vom Pro7. Kein Scheiß, ich wirklich? Kann nicht. Wir kommen auf Pro7. Ah ja, ich habe euch gesehen, irgendwo anders da. Wo?
Welche Mehl? Also RNF sind wir nicht. Letscher. Ja, Letscher waren wir auch hier. Auch schon im Auftrag von ProSieben. Insgeheim. Also wir haben jetzt definitiv den Größten hier gefunden. Wir gehen mal dahin. Das müssen wir doch mal filmen hier. Also wir haben ja schon gedacht, wir haben den Größten gefunden. Aber ja, ihr habt den Größten gefunden. Aber das ist ja noch größer als den wir vorhin gefunden haben. Dankeschön. Wie heißt sie? Pascal, also definitiv der Größte hier. Aber alle mich Riemer. Also ich meine natürlich von der Größe hier, ne? Ja, natürlich. Und wie gefällt's dir? Ja, der ist ganz gut, bloß die Schnaps fehlen noch in dem Kacklade. Was? Die Schnaps fehlen noch in dem Kacklade. Ja, ne? Also müssen wir mal unbedingt vorschlagen hier, mehr Schnäpse. Wo laufen das, du? Das läuft bei ProSieben. Klasse. Bei du redest gerade Mikrofon, das ist echt. Ja, ich bin ja blöd, ja. Ja, was stellen Sie denn da? Ich bin Dr. Riemer, also der Arzt, dem die Frauen vertrauen, plastische Chirurg. Ach, das ist der vertrauensvolle Arzt. Also Frauen, liebe Frauen, die jetzt zuschauen, dann, also hier Dr. Riemer, euer Ansprechpartner. Ist ja wirklich mein Nachname. Es gab mal bloß keiner. Alles klar. Ja. Dann? Außerhalb von Speyer ist er Single, ja? Alles klar, wir empfehlen dich weiter und damit die Mauer. Warum filmt ihr? Du bist jetzt gerade live auf ProSieben. Nee, jetzt mal ohne Witz. Ja, guck in die Kamera. Guck in die Kamera. Nein, gar nicht. Benimm dich. Du bist auf ProSieben. Chiemgau. Hallo ProSieben, ich grüße alle Freunde. Du bist echt berühmt, du bist hübsch, du bist richtig viel Geld haben. Okay, das schön. Ist toll? Ja, das ist richtig toll. Echt Wahnsinn, oder? Das läuft nächsten Samstag 20:15 Uhr Sat 1. Oh mein Gott, Sat 1? Ach so, okay. Alle. Nicht so gut, gell? Nein, ProSieben natürlich. Da haben wir doch die Nächsten. Da werde ich mit Küsschen übergrüßt hier. Wie geht's? Gut! Gute Stimmung? Jawoll, ordentlich, sehr gut. Ordentlich gebechert schon. Jawoll! So gehört sich das, ne? Wir wünschen noch. Servus, hallo. Die nächste Maus möchte ins Fernsehen. Ja. Wie ist dein Name? Tiffany Tinell. Was ist das im Fernsehen? Wir sind jetzt gerade auf ProSieben. Nee! Doch. War ganz scheiße. Doch, wirklich, ProSieben. Ja, war ganz scheiße. Also, wir haben den König der Straßenfastnacht gefunden. Den König der Straßenfastnacht. Wollen wir uns mal hingehen? Wir haben den König der Straßenfastnacht gefunden. Hallo? Sie sind wer? Ich bin der Prinz von meiner Frau. Ja, wie heißen Sie denn? Prinz Wilhelm, der Erste, oder wie heißen Sie denn? Ich bin der Prinz Hermann der Erste. Wie, Hermann? Hermann der Erste. Hermann der Erste, Prinz Hermann der Erste. Der erste Prinz der Straßenfastnacht Schifferstadt. Wir haben ihn gefunden, live auf ProSieben. ProSieben? Ja. Wahnsinn, gell? Also, viel Spaß noch. Ja? Was singst du denn so Schönes? Ich sing das Lied mit. Dann mach mal. So wie beim ersten Mal. Ja, das ist ja nicht. Komm wohl das Lasso raus. Oh, es geht gar nicht weiter. Scheiße. Ja, Scheiße. So was. Und jetzt live auf ProSieben, ne? Ehrlich? Ja. Mit der Sony-Kamera. Ja. Gott, ProSieben ist arm, Alter. Ja, aber die. Ich meine. Die ist gut. Ich kann doch keine Kamera beleidigen und sagen, sie sieht gut aus. Also, er glaubt uns nicht, dass wir von ProSieben sind, sowas. Er wird mal nicht berühmt und nicht hübsch und nicht und bekommt nicht viel Geld, ne? Warum langt's jetzt? Also, wir haben ja jetzt, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Wir haben kurz vor knapp. Zeit erst ist besser. Wir sind jetzt noch früh unterwegs, aber jetzt geht's. Du bist jetzt gerade live auf ProSieben. Ach so, hi. Ja, was möchtest du denn ProSieben-Zuschauern sagen? Kommt alle aus Schwerstadt. Schwerstadt ist der absolute Hammer. So geht's rund. Also, wie ist dein Name? Katharina. Die Katharina. Also Katharina grüßt alle ProSieben-Zuschauer. Ja. Ja, hier geht die Post ab. Ja. Ordentlich gebechert schon. Nee. Wir sind dann noch am Anfang. Am Anfang, ganz brav. Am Anfang. Ne? Ahoi. Ein Fan? Ja. Ja, super. Echt? Oh, super Sache hier. Nicht, weißt ihr werdet jetzt auch berühmt? Ja. Reich, hübsch, schön.
Sind wir schon. Seid ihr schon? Wahnsinn. Kann man euch heiraten? Nein, ja, ich hab einen Freund. Und das meint man nicht, ne? Weißt du, immer sind die hübschen Frauen und die reichen Frauen vergeben, ne? Also da ist sowas. So. So, hallo erstmal. Also ihr seid hier das Ärztefachteam. Ja, nur einer. Einer. Du verarztest hier die schönen Frauen? Ja, die auch. Die auch, ne? Glaube ich. Die Gretel vor allem. Die Gretel, ja. Und sind schon hübsche Frauen vorbeigekommen, haben sich verarzten lassen? Ja, wir sind jetzt seit 10 Minuten hier, aber die kommen heute Abend noch. Also, die nimmst du mit heim, ne? Ja, natürlich. In die Privatpraxis. Genau. Wahnsinn. Gibt's da noch einen Platz frei? Ja, für dich sowieso. Ja, oh, Wahnsinn. Also, hier nimmst du ein paar für mich mit, ne? Ich komme dann heute Abend noch vorbei. Toll. So, wir haben hier eine der hübschsten Bienchen hier gefunden, ne? Wie heißt du denn? Luisa. Luisa und? Corinna. Die Corinna, ja. Und was macht ihr hier so rumschwirren? Ja, feiern halt. Was ja? Feiern hier, als volle Bienen? Nee. Noch nicht, ne? Aber kommt noch, ne? Aber nicht, dass ihr hier irgendwie falsch rumschwirrt. Nee. Oder hier abschwirrt. Nee, sowas. Ja, schönartig sein, ne? Ja, und immer. Was? Kann man das mal in die Kamera sagen? Hier, die dicke Hummel. Also, hier das Statement von? Philipp. Ja, Philipp meint hier, ne, die dicke Hummel. Kein Kommentar dazu. So, damit verabschieden wir uns von der Schifferstadter Straßenfastnacht. War mal wieder ein aufregend spannender Tag. Wir wurden oftmals schon wieder erkannt. Hier ein kleines Dankeschön an unsere treuen Fans. Und praktisch sagen wir jetzt ganz klar einen schönen Tag noch. Und auf Wiedersehen. Und die sind jetzt auch noch im Fernsehen hier live auf Pro7. Wahnsinnssache. Spielt mit seinem Dödel rum. Also wir sagen auf Wiedersehen und ciao.